Grüezi wohl, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute in Pontresina und die Tiere, die Sie hier hinten auf der Wiese so seelenruhig sehen, grasen, das sind nicht etwa Kühe oder Geissen, wie es vielleicht zuerst aussieht, sondern das sind Steinböcke. Markus Alis, die kommen jedes Jahr, immer im Frühling, Punkt, Anfang Mai, abends auf Pontresina und grasen eigentlich fast am Dorfrand. Wir sehen es, Pontresina, die Häuser sind ganz nah. Wieso machen sie das? Ja, das geht gegen Frühling. In der Höhe ist das Gras noch dürr und hat noch wenig Grüns. Und wenn Sie ins Tal schauen, in der Nähe vom Dorf, hat es schön sattes grünes Gras. Und da ist klar, dass sie absteigen und dort aber gehen fressen und weiden. Zudem, gerade hinter Pontresina, unmittelbar hinter dem Dorf, ist der Wintereinstand vom Steinwild. Man redet ja von Steinböcken, aber es hat Steinböcke und Steingeissen. Die sind den ganzen Winter da im Wald. Und jetzt, gegen Frühling, wo der Schnee weg ist und das Gras schön wächst, dann kommen vor allem Böcke, aber in der Nähe von den Dörfern. Und wie wir sehen, fast, also ganz nah zu den Leuten zu. Ja, wirklich fast bis vor die Haustür. Und sonst haben wir gesehen, wir kommen hier fast 30, 50 Tiere runter von der Steinbock-Kolonie in Pontresina. Heute haben wir ein bisschen Pech, es sind etwa 8 Steinböcke, haben wir vorne gesehen, rumschleichen. Wo ist der Rest, Herr Salis? Ja, es hat sehr viel mehr. Also, wenn man Glück hat, man kann je nachdem einen Rudel von 30, 40, 60, 80 Böcke, die da auf der Wiese weidet. Jetzt, heute haben wir ein paar wenige, aber das ist Natur. Die sind weder abgebunden, noch sind gesteuert mit Salz oder sowas. Und heute ist es relativ warm gewesen, tagsüber. Und dann gehen sie bereits ein bisschen in die Höhe im Wald. Und jetzt, heute Abend, hat sie da den kleinen Rudel von 10 losgelöst und ist ein bisschen tiefer drunter. Aber die anderen sind sicher nicht weiter weg. Man sieht sie noch nicht im Wald. Aber jedenfalls sind sie da in der Nähe. Aber da haben wir natürlich jetzt keine Chance. Oder? Jetzt müssen wir uns fast mit diesen 10 Steinböcken begnügen. Da können wir nicht irgendwie Salz streuen oder die runterlocken. Ja, was heisst 10 oder 100? Das ist der Steinbock. Wenn man jetzt anschaut, die schönen Tiere so nach, wo man kann zuschauen kann in aller Ruhe, das hat keinen Unterschied, ob man viel oder wenig sieht. Also man kann die schönen Tiere, die Hörner, die sie haben, ohne Vergrößerungsglas, ohne Feldstecher beobachten. Und das ist quasi das Unikum. Darum heisst Pontresina Steinbockparadies. Und das haben wir vom Dorf aus, letztes Jahr vor allem, vermarktet ein bisschen, in der Presse mitteilt, dass die Tiere da in unmittelbarer Nähe vom Dorf können beobachtet werden können. Das ist ein riesen Erfolg. Teilweise, zeitweise fast übertrieben. Hat mehr Leute wie Tiere. Und was wichtig ist, dass man sie ruhig verhalten tut, dass die Zuschauer, die dürfen gehen, kein Problem. Aber es hat ein paar Regeln, die man beachten muss. Auf dem Weg bleiben, also, dass die Tiere, die wissen, die sind auch gewöhnt. Die Leute machen es ihnen nicht und wir Menschen müssen vor den Tieren auch nicht Angst haben. Nachlaufen, das bringt nichts, denn man stresst sie ein bisschen und dann laufen sie einem immer ein bisschen davor, auch wenn es nicht weiter weg ist. Am besten ist auf dem Weg bleiben und Geduld haben und irgendwann kommen sie dann ganz nach und weidet und nehmen es den Menschen praktisch nicht wahr, wo rumsteht. Aber man muss also sagen, die Vermarktung war wirklich erfolgreich gewesen. Wir sehen es hier am Wegrand. Es ist ein normaler Montagabend und es sind zahlreiche Leute jetzt vorbeigekommen, um den Steinböck beim Grasen zuzuschauen. Jetzt, Sie haben es vorne gesagt, es sind wunderschöne Tiere, die hier runtergekommen sind. Muss ich Ihnen recht geben. Wie alt sind die Steinböcke etwa? Also die, die wir jetzt hier vor uns sehen, das sind zwischen 7 und etwa 12-jährig. Mhm. Also der Steinbock, das männliche Tier wird etwa 15-16-jährig. Die Steingeiss, das ist das weibliche Tier vom Steinwild, werden ein bisschen älter, 18- bis 20-jährig. Ja. Und das Alter, zum Alter bestimmen und schauen, wie alt das sind, man sieht die Hörner. Ich habe jetzt gerade ein Horn da bei mir. Darf man vielleicht schnell die Vorderseite das erklären? Und die Hinterseite. Ja. Und vorne sehen wir, hat es schöne Knöpfe, das sind Schmuckknoten, wie man sagt. Und in der Regel, wenn das Tier gesund ist, wenn Nahrung stimmt und alles, im Wachstum hinein, macht pro Jahr 2 Knöpfe. Es gibt aber engere Jahre oder schlechte Sommer, sagen wir, oder das Tier krank ist, wo dann nur 1 Knopf pro Jahr macht. Also zum genau bestimmen, man muss die Hinterseite anschauen und man sieht die Jahrring. Das heisst, das Steinwild, die behalten die Hörner
werfen nicht ab wie beim Rehwild oder beim Hirschwild, sondern es fährt an mit ganz kurz im ersten Jahr, 3-4 cm Zapfen, und dann hört das Wachsen auf während dem Winter, weil wir wenig Nahrung haben. Und im Frühling wächst dann von unten, wie so, wenn man Becher ineinander hineinschieben tut. Und so gibt es da die Segmente, wo man immer sieht, ein Winter wird zeichnet durch einen Jahrring. Also man muss hinten dran schauen, wenn ich das richtig verstanden habe, und drin zählen und gar nicht mal vorne dran die Hügel, die es da gibt. Oder wie sagt man dem korrekt? Schmuckknoten. Schmuckknoten, also nicht Schmuckknoten zählen, sondern drin hinten dran. Grob gesagt pro Jahr 2, aber ist man nicht sicher. Also der, zum genau Altersbestimmung machen, man muss hinten anschauen. Ja. Und jetzt ist fast Ausnahme, dass man so nach hat. Das Tier bewegt sich immer ein bisschen. Aber man muss mit dem Feldstecher oder, wenn sie weiter weg sind, mit dem Fernrohr Geduld haben und genau zählen können. Mhm. Vor allem die Jäger, wenn er da irgendeinen Abschuss frei hat, der hat einen bestimmten Jahrgang, den er darf bejagen. Und dann, das muss stimmen, oder? Sonst hat er einen Fehlabschuss. Mhm. Jetzt eben stehen wir hier um die Steinböcke herum, es sind zahlreiche Besucher gekommen. Denen macht das gar nichts aus. Also die machen keinen Zug. Wieso sind die so zutraulich? Wieso sind die nicht scheu? Ja, die wissen, dass man da nichts macht. Jetzt, vor allem im Frühling. Später. Im Herbst sieht es dann anders aus, oder? Ja, gut, im Herbst ist auch von der Natur aus sind die Tiere nicht mehr da. Die sind hoch da oben. Zoberst auf der Gröte. Und dort sind sie auch ein bisschen wilder wie jetzt. Mhm. Was ihnen jetzt interessiert, ist einfach frischer Gras, das sie nötig haben, vom strengen Winter, Hunger, den sie leiden müssen. Und die Tiere denken am Gras, die wissen, der Mensch macht mir jetzt im Moment nichts. Es hat ein paar Hunde, die da sind, und die selbstverständlich müssen an der Leine geführt werden. Sonst würde der Hund nicht gross jagen, aber doch da stressen und nachspringen. Und das soll man jeder Hundeführer muss wissen, dass ein Hund an der Leine führen muss. Gibt es ein spezielles Kräutchen, wo die Steinböcke im Frühling in der Nase kitzelt, dass sie hier runterkommen, oder fressen sie einfach junge Grashalme? Ja, ich kann nicht sagen, was für Gräser, aber es hat verschiedene Kleearten und das ist schön frisch, saftig und das nehmen sie weg. Und was zurückbleibt, dürre Halme oder dürre Stängel, die vom Winter zurückbleiben sind, die nehmen natürlich nicht, oder? Jetzt, wo nicht keine Bedarf, da ist keine Not. Ich würde gerne noch mal schnell auf die Vermarktung vom Steinböck von Pontresina sprechen kommen. Eben, früher war es noch ein Geheimtipp, dass die Steinböck im Frühling fast bis ins Dorf kommen. Letztes Jahr haben wir angefangen, das ein bisschen zu vermarkten. Man hat es im Radio gehört, man hat es in der Zeitung können lesen. Verschiedene Bilder sind in den Social Media auch präsent gewesen. Ist da nicht auch die Befürchtung, dass es fast zu viel werden könnte, dass man die Steinböck mit der Zeit dann fast vertreibt? Ja, zu viel. Eben wie ich gesagt habe vorhin, man muss die paar Regeln einhalten, sehr ruhig verhalten, auf dem Weg bleiben und dann denke ich nicht, dass man die Tiere vertrieben tut. Und seit vor allem Wochenende hat es sehr, sehr viele Leute und die Tiere verhalten sich immer gleich. Also ist nicht, dass stressiger sind. Und, Also Abstand behalten, den Steinböck nicht irgendwie gerade in die Nasenlöcher hineinschauen oder die Augenfarbe untersuchen? Eben vor allem. Und darum haben wir ja sogar Tafeln müssen aufstellen, dass sie die Leute bitten, auf dem Weg bleiben und nicht die Tiere wollen anlaufen, mit dem Handy quasi die Augenfarbe fotografieren. Das stimmt. Oder? Das ist Natur, das sind freilebende Tiere. Wenn man Glück hat, sind sie ganz nah, wie wir jetzt haben. Das ist ja nicht selbstverständlich jeden Tag. Und wenn es ein bisschen weiter weg ist, nicht versuchen, sie zu nähern. Wenn man Geduld hat, also wo wartet, die wandern umeinander oder von Feld zu Feld. Und irgendwann kommen sie auch dort her, wo man steht. Und halten sich die Leute dran? Meistens schon. Und ab und zu muss man einen zurückpfeifen und nicht in böser Wille, aber ja, den Tieren zu lieb. Jetzt würden wir gerne noch etwas erfahren über die Herkunft der Steinböcke, die uns jetzt hier Richtung Wald schon wieder verlässt. Aber wir haben sie vorne von nachher dürfen sehen. Von wo kommen die genau? Sie gehören zur Steinböck-Kolonie von Pontresina. Das ist die grösste von den Alpen. Was ist das genau für eine Kolonie? In Pontresina ist aber die Spitz Albris.
Ja. Das ist der Berg, der hier südlich von Pontresina ist. Und es ist ein eidgenössisches Wildasyl. Schon seit langem. Und dort hinein darf man normalerweise die Jagd nicht ausüben, mit Ausnahme vom Steinwild, wo genau geregelt ist, kontrolliert und geführt ist von der Wildhut. Und wir haben ja im 17. und 18. Jahrhundert ist das Steinwild, ich sage jetzt Steinwild, weil Bock und Geiss ist, ausgerottet gewesen. Mhm. Dort mal, man hat natürlich Hungersnot gehabt, man hat versucht, Fleisch zu beschaffen und das Steinwild oder Steinböck, wie wir gesehen haben, sind nicht so wild und schwierig zum Jagen wie ein Gemswild, Rehwild oder Hirsch. Also um das schnell zu konkretisieren, am Steinbock kann man sich jetzt fast auf 2 Meter nähern. Das heisst, er ist sehr einfach zum Abschiessen, oder? Gut, jetzt Frühling, wie gesagt, dort haben sie die Scheu einfach auf Seite. Aber im Herbst, wo dann die Jagdzeit ist, September, Oktober, sind die Tiere hoch oben und dort ist nicht so einfach zum Herkommen. Das ist eine normale Distanz, Schussdistanz von 100, 150 Meter. Und das ist der Sommer durch wie im Herbst. Aber dann sind sie im 17. und 18. Jahrhundert sind sie stark gejagt worden, fast ausgerottet im Kanton Graubünden. Ja, überhaupt im Alpenbogen sind praktisch ausgerottet gewesen. Einzig, wo noch eine Kolonie noch vorhanden war, das ist im Ostertal. Das ist im Gebiet von Gran Paradiso, wo der König Emanuel III., italienischer König, noch einen Rudel hatte oder eine Kolonie hatte, wo er für sich behalten hat, für seine Jagdgäste. Und dort ist ja die Jagd ausgeübt worden. Und wie hat man noch nicht Steinböck wieder quasi angesiedelt? Wie ist man wieder zu Steinböck gekommen? Ja, dann ist von der Schweiz aus, wo die Eigenossenschaft hat dann mal angefragt, höflich, dem König in Italien, ob sie dürfen paar Tiere abkaufen. Sie möchten die Tiere wieder ansiedeln, wieder auswildern. Und das ist aber verneint worden, abgelehnt. Und da ist man auf der Suche gewesen, wo findet man noch Steinwild, Steinböck, Steingeißen. Und zum Glück, also man sagt, ob es dann auch stimmt, wahrscheinlich schon, es hat clevere Italiener, Frevler und Wilderer, wo dann die Tiere, ein paar Tiere gefangen haben und die Schweizer dann wahrscheinlich teuer verkaufen haben können. Und so ist dann, sind die Tiere wieder in die Schweiz eingeführt worden und man hat verschiedene Versuche gemacht, um die Tiere wieder quasi auszuwildern, zur Vermehrung zu bringen. Verschiedene Versuche sind dann gescheitert. Man hat die Tiere auch nach Basel in den Zoo und später dann nach St. Gallen, Petrus und Paul, wo auch ein Tierzoo ist. Man hat dann Tiere ausgesetzt im Kanton Wallis. Man hat in der Innerschweiz, man hat in Graubünden. Und am Anfang hat es nicht so geklappt. Und dann man ist auch sogar auf die Idee gekommen, man könnte die Tiere mit den Hausgeissen zusammenführen, dass man dort quasi eine Zucht hätte können einrichten. Aber es hat nicht funktioniert. Das heisst, es haben wohl haben sie gepaart, es hat sogar Junge gegeben, aber sind dann nicht reinrassig, die sogenannten Hybriden. Ja. Und das sind schöne Tiere, weichen ein bisschen ab von der Form vom jetzigen Steinbock, den wir hier haben. Und es wäre gut und recht gegangen, aber die Tiere sind irgendwie nicht haltbar gewesen, sind dann wild geworden, sind angrifflustig geworden gegenüber den Menschen, gegenüber anderen Tieren oder Hunden. Und das ist nicht gut gewesen. Und heute man hat auch noch ab und zu so Hybride, die man nicht gewollt oder wo auf der Weide entsteht, halt, dass sie einen Steinbock mit der Steingeiss paaren tut. Und die werden dann von der Wildhut weggenommen, also entnommen, die werden geschossen. Ja. Und die Tiere, die wir jetzt hier haben in Graubünden, wir reden jetzt von der Kolonie Pizalbris, das ist dann anfangs 1900. Und 1920 sind die Tiere vom Tierpark Petrus und Paul in St. Gallen zum Piz Terzer, das ist in Zernetz und Ringadin, Nationalpark, ausgesetzt worden. Ein paar Geisen, ein paar Böcke in freier Wildbahn. Man hat sie einfach freigelassen und denkt, ja, jetzt schauen wir zu, was passiert. Die Tiere sind dann umgewandert und sind irgendwie auf der Südseite gekommen, auf der Seite Livigno, wo auch Italien ist. Und eben die, ob Hunger gehabt oder wegen der Hörner, wegen der Trophäe, die Böcke, die dabei waren, sind geschossen worden.
dann ist immer schön. Also erneut fast wieder ausgerottet? Nicht ganz, nein. Es ist einfach stark geschossen worden. Es hat schon noch mehrere Tiere verteilt, aber von der Gruppe dort, die ein bisschen Terz ausgewildert worden ist, sind die Böcke weggeschossen. Und Geißen sind dann im Heutal, das ist nochmal ein bisschen südlicher vom Piz Albris, sind Geißen auftaucht, wo der Hirt, Geißenhirt, der hier heimisch, am Wildhirten von Pontresina mal gemolden hat und sagt, ja, ich habe komische Tiere bei seinen Geißen, das sind schon wie Geißen, aber anders. Und dann ist der Wildhirte Rauch, wo dann der Vater eigentlich vom Steinbock da in Pontresina war, ist rübergeschaut und hat gemerkt, ja, das sind die Steigeißen da vom Piz Terza. Aber eben wie wenn sie vermehren ohne Steinböcke. Und dann mussten sie noch neue Böcke dazu kaufen und haben dann Geld gesammelt. Die Eigenossenschaft hat nicht Geld sprechen, Kanton auch nicht. Und Pontresina hat Geld gesammelt und haben ein paar Böcke noch dazu kaufen und zu den Geißen dazu tun. Und von dieser Weg war der Auftrag von der Wildhut, die Tiere zu überwachen. Tag und Nacht sind die unter Kontrolle gewesen, damit kein Wilder, kein Jäger dazwischen kommt. Ja. Und so hat die Steinbock-Kolonie von Pontresina können wachsen und gedeihen. Ist heute eine von, oder ist die grösste von den Alpen, oder ist die grösste? Stimmt, das sind, wir zählen jetzt vom Gebiet Bernina-Pass bis eben im Nationalpark in der Nähe von Zernez-Hofer-Pass. Das sind ca. 2000 Tiere, inklusive auch die Südflanke, also richtig Livigno, das wäre schon italienisches Gebiet. Ca. 2000 Tiere. Ja. Man hätte ja heute, eben wie gesagt, über 21, 22, die Tiere, die in Doka, haben sie sehr schnell vermehrt. Wahrscheinlich wegen dem Habitat, wo günstig war, gutes Gras und ihre Ruhe hatten. Und sind dann in den 30er, 40er Jahren, sind dann so viele gewesen, dass bereits Schäden gemolden worden sind. Also wir haben im Schutzwald noch künstlich Lawinenschutzdämme und Verbauungen erstellt worden sind, mit Subventionen, unter anderem vom Bund. Mhm. In den 70er Jahren, 75, 76, ist man dann zum Schluss gekommen, es hat so viele Tiere, die vermehren sich dermaßen sehr gut, sind widerstandsfähig im Winter durch, dass man sie sogar so jagdfrei gehen hätte dürfen. Also heute darf der Steinbock wieder geschossen werden? Das stimmt. Wir haben, wie gesagt, haben 2000 circa da in der Kolonie Piz Albris. Da haben wir noch weitere Kolonien. Wir haben in Beverin, wir haben auf dem Gebiet Kloster Davos und der Ostschweiz. Insgesamt sind im Kanton Graubünden 5.500 bis 6.000 Tiere im Moment. Mhm. Und man hat dann von der Jagd aus ca. 10% vom Bestand wird jährlich zur Jagd freigegeben. Und wer darf die schiessen? Das sind also ein Jäger, der ein Jagdpatent hat, ob der einheimisch ist oder sogar Ausländer, die kommen. Das sind strenge Voraussetzungen, bis einer zur Steinwildjagd zugelassen wird. Das heisst, ein Jäger, der die Hochjagd ausüben tut im Kanton Graubünden, muss 10 Jahre warten, also muss er 10 Jahre lang die Hochjagd ausgeübt haben, damit er eine gewisse Praxis hat. Und dann darf er sich für Steinwildjagd anmelden. Ja. Und wir sind natürlich im Kanton Graubünden fast 6'000 Jäger. Man hat 6'000 Steinwildtiere. 10% von denen 600 pro Jäger werden 2 Tiere freigeben. Das sind im Prinzip 300 Jäger pro Jahr, wo die Steinwildjagd darf ausüben. Okay. Vielen Dank, Herr Salis, für die Information. Geschichte vom Steinbock, sehr interessant. Einmal fast ausgerottet, dann wieder angesiedelt. Heute darf er wieder gejagt werden. Und ja, immer im Frühling kommt er auf Pontresina, aber grast da seelenruhig, als hätte ihm der Mensch nie etwas zu leid tun. Herzlichen Dank.